Frau Strelle, erstmal Gratulation. Sie wurden heute als neue Volksanwältin vom Vorarlberger Landtag bestellt, gewählt. Wie fühlt man sich denn jetzt? Mit welchen Erwartungen gehen Sie auch an diese neue Aufgabe heran? Erstmals vielen Dank für die Gratulation. Es ist so viel auf mich hineingestürmt, dass ich im Moment gar nicht sagen kann, wie ich mich fühle. Ich bin wirklich überwältigt über das ganze Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, über die ganzen wirklich ernst gemeinten Glückwünsche und die Zustimmung. Und ich freue mich sehr darüber. Ich habe bereits mit Felix Dünns ein Erstgespräch geführt und konnte einen ersten Einblick in die Volksanwaltschaft erreichen. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, vor allem, weil sie viel Gestaltungsfreiraum bietet. Ich habe gesehen, dass ich nicht einem Konzept folgen muss, sondern mich wirklich voll einbringen kann. Und ich bin schon gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wie glauben Sie, wird sich denn die Arbeit als Volksanwältin jetzt von der normalen juristischen Arbeit als Anwältin, als die Sie ja schon tätig waren lange Jahre, unterscheiden? Sie wird sich bestimmt insofern unterscheiden, dass ich nicht mehr nur noch stur den Gesetzen folgen muss, sondern dass ich mit allen Parteien Gespräche führen kann und dass ich flexible Lösungen anstreben kann. Und darüber freue ich mich. Gibt es schon das ein oder andere Projekt, das Sie schon im Kopf haben, das Sie angehen möchten in Ihrer Funktion als Volksanwältin, wo Sie sagen, das beschäftigt mich vielleicht schon länger, auch persönlich, wo ich mich darum kümmern möchte? Generell möchte ich mich zuerst einmal einarbeiten und ich denke, erst wenn ich einen Überblick habe und richtig eingearbeitet bin, dann kann ich konkret Projekte verfolgen. Im Allgemeinen ist es so, dass mir soziale Projekte sehr am Herzen liegen, dass mir Familien besonders am Herzen liegen und ich werde dann sehen, inwieweit ich das in meine Tätigkeit einbinden kann.